Ja, wir haben viele Gäste beim nächsten Konzert und einen weiteren möchten wir jetzt vorstellen. Moin! Hallo. Wer bist du und was machst du? Mein Name ist Susanne Offenmüller. Ich bin Komponistin, Dirigentin und Musikproduzentin. Ja, mit Dirigenten sind wir auch schon beim Stichwort. Du bist bei uns das erste Mal in der NFO-Geschichte Gastdirigentin. Erzähl mal, wie das dazu kam. Der Komponist Seiter Bibzadeh und ich arbeiten seit vielen Jahren zusammen. Er in der Funktion als Komponist und ich in der Funktion als Dirigentin, um seine Werke eben aufzuführen. Und da bin ich durch Zufall auf das NFO aufmerksam geworden, indem ich eine Anzeige gesehen habe, bei dem das Projekt mit der Aufführung im Oktober angepriesen wurde und habe gedacht, wow, das ist irgendwie ein Projektorchester, was bewegen möchte, was neue Musik in die Welt bringen möchte und habe mich einfach mal telefonisch gemeldet und dann haben wir zusammen die Uraufführung organisiert. Ja, du hast schon gesagt, Uraufführung. Wir haben ja im letzten Jahr auch schon ein Stück uraufgeführt. In diesem Jahr wieder. Finde ich eine total spannende Sache, gerade auch dieses Stück, weil es eben so ein bisschen abseits der Filmmusik auch ist. Capriccio heißt das Ganze. Wir verraten aber nicht zu viel. Ja, sag mal, worauf freust du dich denn am meisten? Ich freue mich am meisten natürlich auf die Musiker, weil als Dirigentin ist das eigentlich das Schönste, zumindest für mich, dass man mit Menschen zu tun hat, die Musik genauso lieben und wertschätzen wie man selbst. Und ich freue mich natürlich, es ist eine Uraufführung. Also, das ist natürlich was ganz, ganz Besonderes, dass wir das zusammen machen können und dass wir das erste Mal vor Publikum zu Gehör bringen dürfen. Und das wird klasse, ich freue mich. Bis dann. Vielen Dank, Susanne. Ja, am 5. und 6. Oktober diesen Jahres kannst du das Norddeutsche Filmorchester mit der Uraufführung natürlich im Theater in Itzehoe erleben. Wir freuen uns, dass du dabei bist. Bis dann.